Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Dinosis Survival. Dinosis, ja, wie auch immer. Wo ist denn der? Da quietscht doch ein Compsognathus rum irgendwo. Oder ein Corki, oder wie die Dinger heißen. Corpi. Naja, egal. Ich renn mal. Oh, oh, oh. Gallimimus oder Raptor? Okay, Gallimimus. Die können wir wegscheuchen. Au. Der Sack. No. So ein Mistviech. Ah, schon wieder. Au. Was ist los mit dem? No. Jetzt musst du dran glauben, du. So, hier hast du. Du Mistviech, du. Kleiner, verdammter Gallimimus. So, und hier, ihr Compsognathus, ihr werdet auch aufgeräumt. Weg mit dem ganzen Abschaum hier. Da wird aufgeräumt im Dino-Wald. So, jetzt müssen wir den anderen Gallimimus noch. Ja, renn du nur. Da liegt irgendwas. Da war doch hier noch einer. Ah, hier. Zwei Stück. Ja. Gib mir das leckere Fleisch. Und auch hiervon das leckere Fleisch. Wenn es auch nur sehr wenig ist. So, und den hole ich mir auch noch. Wie er gerade schon wieder mich angreifen wollte, der Mistsack. Ich höre hier immer noch irgendwas laufen. Ah. Der bippert und zittert um sein Leben, aber das wird ihm nichts helfen. Wir müssen überleben. Dazu müssen wir essen. Und dazu müssen wir ein Lagerfeuer machen. Und das gute Gallimimus-Fleisch essen. Also langsam haben wir es ein bisschen besser im Griff mit Essen. So, wie sieht's aus? Pfeile, 40 Stück. Was ist das hier? Ein Rucksack. Zwei Rucksäcke und ich kann nichts damit machen. Ich drücke E, nichts passiert. Verdammt, okay. Weiter geht's. Das Flugzeug. Okay, sind wir hier allein? Holly, Koffer. Oh, this is it. My plane. But I don't see any bodies. It's too far. Can't get over there. Maybe there are more survivors like me. What happened? Was ist passiert? Da ist das Flugzeug abgestürzt. Okay, wir kommen so nicht rüber. Ganz schön viele Vögel hier, beziehungsweise Flugsaurier. Und wartet denn da irgendwas auf uns? Ja, da geht's sehr tief runter. Also, mein Stern, mein Blinkestern sehe ich nicht mehr. Und ja, ich weiß nicht, wie wir da jetzt rüberkommen könnten. Ugh.
Unten ins Wasser ist wahrscheinlich keine Option, wegen Krokodilen. Hier drüber, wir müssen außenrum, wir müssen hier entlang. Auf jeden Fall. Okay. Hier nochmal speichern vielleicht. Soll ja helfen, habe ich gehört. Ab und zu mal zu speichern. So. Und dann mal rum um den Berg. Dann kommen wir da vielleicht hin. Boah, krass. Voll der Nebel. Boah, wir sind voll hoch. Da fliegen voll die Wolken durch. Ich glaube, das sind Wolken. Oh, Raptoren. Na komm, geh schon ein. Okay. Da ist er wieder. Unser blinker Stern. Ja, unser Ziel. Okay, das trifft sich sehr gut. Können wir gleich nochmal was grillen, weil unsere Gesundheit, die schwankt irgendwie. So ein bisschen. Der letzte Balken. So, jetzt ist er voll. Wunderbar. So, da müssen wir hin. Da blinkt irgendwo dieser Turm. Okay, ich glaube, man wird hier in dem Spiel so ein bisschen... I have to get down there. Ja, muss ich da runter, ja? Man wird in dem Spiel so ein bisschen schlauchmäßig durchgeführt. Ach du Scheiße, wo geht's denn da überall hin? Aber ich will zuerst mal gucken, was war hier oben? Nichts mehr, oder? Nee. Nee, hier ist nichts mehr außer Farn. Uralter. Mittelalterlicher wollte ich gerade sagen. Urzeitlicher Farn. Okay, ich komme hier runter. Aber was will ich da unten? Will ich da überhaupt runter? Ich meine, ja, er will da runter, aber ich? Oh, ein Nest. Eier. Mmm, so good. Now all I need is some bacon. Ja, Bacon kriegen wir gleich wieder. Habe ich so das Gefühl. Raptoren-Bacon. Oder Gallimimus-Bacon. Oder vielleicht sogar bald mal T-Rex-Bacon. Ich höre es schon wieder brummen. Sehr laut. Wir sind nicht allein. Ich hoffe nur, dass es nicht über uns. Da blinkt der Stern. Das ist ein Zelt oder irgendwas. Und schon wieder kleine Mistviechers. Und da hinten ist schon wieder irgendeiner. Ich hocke mich hier mal an den Baum. Grill schnell was. Oh, mein Lagerfeuer ist im Baum in der Luft. Auch interessant. Okay, das ist schon wieder so ein Parasaurolophus. Entschuldigung, ich habe schon wieder meinen wohlbekannten Frosch im Hals. Er breitet sich gerade wieder aus. Da ist ein Bus und da unten ist ein Koffer oder so. Ich traue mich gar nicht dahin. Da ist ein Hydrant. Warum liegt da ein Hydrant? Warum sind die Busse da so drin? Was ist denn das hier? Wo läuft denn der seine Runden?
Was tut da so? Achso, wenn ich durch Gebüsch durchlaufe, oder wie? Okay, der läuft da hinten rum. Ich muss da lang, theoretisch. Kann ich da hoch? Kann ich da oben rumlaufen? Da wäre ich zumindest mal sicher. Denn ich glaube, bei dem Bus ist sowieso nichts. Okay, da komme ich nicht hoch. Ich glaube, hier soll ich auch nicht sein. Und bevor dann wieder irgendwelche Leute schreien, das wäre Cheaten, gehe ich halt wieder runter. So, dann gehe ich mal da unten rum. Gallimimus oder Velociraptor? Gallimimus, glaube ich. Und dann nochmal Parasauro. Hau ab, du Mistviech. Du Stinker, du Kleiner. Okay, da ist das Blinklicht. Ich gehe jetzt mal zuerst mal dahin. Da hinten sehe ich natürlich eine riesige Station, aber da ist halt auch Parasaurolophus mäßig einiges am Start. Und die sind bekanntlich nicht so gut auf uns zu sprechen. Wir brauchen natürlich auch wieder was zu essen. Da ist auch schon wieder irgendwas Großes. Zumindest hört es sich so an. Könnten aber auch Krokodile sein. Da hinten ist ein Brachiosaurus oder so. Boah. Krasse Sache. Da ist unser Blinkestern. Lass mich raten. Was ist das? Ist das ein Raptor? Das ist ein Mensch. Another man with a gas mask. This is just getting weird. Oh shit. Oh god. Yeah, he's definitely dead. Okay. Drop something. I think. I'll go check it out. Vielleicht sollte mal gehen. Ich glaube, es ist nicht so gut, sich mit einem T-Rex anzulegen. Ach du Scheiße. Ich schieße. Mal sehen, vielleicht kriege ich ihn ja kaputt. Oh, der ist sauer. Oh, der ist sauer. Er hat mich gefressen. Ach du Scheiße. Okay, das erste Mal vom T-Rex gefressen. Ja. Wo habe ich denn gespeichert? Ach hier, okay. Vielleicht sollte ich mir den Parasaurolophus doch holen. Den kann ich mir ja von hier vom Berg ausholen. Wenn er da nicht hochkommen sollte. Oder ich gehe zuerst mal zu dem Gebäude. Denn der T-Rex
Obwohl, nee, ich muss, glaube ich, zuerst mal zu dem T-Rex. Okay, er hat uns bemerkt. Und er ist auf dem Weg zu uns. Aber der kommt doch hier niemals hoch, oder? Er versucht es zumindest. Mal schauen, ob er hochkommt. Okay, er kommt hoch. Aber ob er auch bis zu uns rankommt? Ja. Er kommt bis zu uns ran. Dafür musst du jetzt sterben. Verdammtes Riesenviech. Toll, jetzt behindern mich meine Pfeile hier. Ihn hoffentlich auch. Ach, die Pfeile hängen hier am Baum, am Berg fest. Na, wie blöd ist das denn? Oh Mann, unsichtbare Clippingwand. Ach nö, und der ist da drin. Ach du Scheiße. Ja klar, der ist in der Wand drin. Na toll. Da kriege ich ihn gar nicht. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen neu laden. Ich will nur mal schnell gucken, was da unten so alles ist. Ein Jeep. Mit dem kann aber wahrscheinlich keiner mehr fahren. Eine Schrotflinte. Geil. Okay, das wäre Perlen vor die Säue. Hier ist der Jeep und der T-Rex. Da ist ein Raptor. Mal gucken, was die Schrotflinte so kann. Okay, die Schrotflinte kann was. Naja, vielleicht. Vielleicht mach ich's doch so rum. Wir haben zwar jetzt einiges an Energie verloren, aber. Wir haben ja Eier. Ah, die sind tatsächlich für Energie, okay. Und wir haben Fleisch. I don't have the passcode for this door. Okay, ich habe wirklich nicht den Passcode. Aber ich habe eine Schrotflinte. Und da wartet der T-Rex. So, ich sollte hier mal speichern. Um mal Energie zu tanken und mal was zu essen. Spiel gespeichert. So. Wenn ich jetzt mal direkt dahin renne, wo der T-Rex gleich kommt. Au. Kleine blöde Viecher. Ah, bestimmt lässt der Typ diesen Passcode fallen. Das Passwort. Den Türcode, meine ich. Weil er sagt ja dann, als der gefressen wird, oh, er hat was verloren. Ich gehe mal hier hin. Ich den abknallen. Another man with a gas mask. This is just getting weird. Oh, shit! Ah ja, toll, jetzt kommt er direkt hier an mir vorbei. Oh, oh no. Yeah. I think. I'll go check it out.
Na toll, jetzt ist der weggerannt und ich bin gestorben. Ach was, das gibt's ja wohl nicht. Okay, wir haben gerade dem Typ sein Leben gerettet. Ihr habt's gesehen, da hinten. Da nach hinten. Ih, wir sind im Dino drin. Nach da hinten ist er weggerannt. Und ja, wir wurden gefressen. Also wir sollten uns definitiv von der anderen Seite ran nähern. Denn sonst sind wir derjenige, der gefressen wird. Oh Mann. Naja. Wir werden es in der nächsten Folge nochmal probieren. Und bis dahin, meine Freunde, würde ich sagen, ich zuck hier noch ein bisschen mit dem Fuß im Dino-Maul rum. Und wir sehen uns dann wieder morgen, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Dinosis Survival. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut und lasst euch nicht vom Dino beißen. Tschüssikowski.